So, willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, und damit gehen wir in die Ninth Round, und zwar in der Raid Call EMS 1, Raid Call EMS 1 Fall 2013 Qualifier Nummer 1, und zwar ist das hier das Finale. Und es steht jetzt nach Maps, das müssen wir jetzt mal ganz kurz noch anpassen, das habe ich noch nicht gemacht, 1:1 nach einer extrem langen Overtime. Also die Kopenhagen Wolves schlagen sich hier sehr gut gegen die Ninjas in Pyjamas. Und es gibt jetzt erstmal die Restarts. Das hört man jetzt hier schon im Hintergrund, dass der Chat funktioniert. Und ja, hoffentlich gibt es jetzt hier nicht falsche Startmoney oder sowas. Aber ich denke, die Settings werden geladen sein. Und damit geht es los hier in die Pistol auf Map Nummer 3. Und wer das hier gewinnt, da bin ich echt gespannt. So, mein Chat funktioniert gerade nicht. Also Verzeihung, falls ich eure Nachrichten nicht lesen kann. Schreibt mir, wenn es bei euch genauso ist. Am besten unter die 99 Damage Kommentare. Also, Pistol geht los. Und steht hier mit drei Mann in der Mitte. Man wirft direkt eine Molle unten mit runter. GTR direkt mit dem First Track. Sehr schön. Xist kann auch jetzt noch den zweiten Track machen von der Banane aus. Und Fries steht da Mitte unten alleine. Wird aber. Ja, ist auch erfolgreich. Fries mit dem nächsten. Also, man hat die Situation schon ausgeglichen. So gut Nip hier auch die First Tracks gesetzt hat, so zieht auch Kopenhagen Wolves sie danach. So, jetzt guckt man in die Mitte. Fries drängt zumindest den langen Spieler zurück und Friedhof, der hat nicht mehr viel. Also, oh, und Freiberg holt das Ding da schon. Und Freiberg immer noch im Friedhof ist. Oh, Dupré wieder mit starkem Aiming. Und Dupré ist jetzt hier die Null. Da müssen wir drauf eingehen. So. Sipnix und Dupré. Sollte sich gar nicht zeigen gegen ein Nip, was so spielt. Und Dupré. Sieht da einiges, ist da eigentlich auch drauf. Und jetzt holt er die zwei Frags und damit die Pistol bei den Kopenhagen Wolves. Und ich kann euch leider gar nicht sagen, wer die meisten. Der die meisten Pistols hier geholt hat. Also wer hier, wie die Statistik gerade ist. So, dann gehe ich mal kurz im Hintergrund und versuche mich aus- und einzuloggen. Damit ich weiterhin auch den Chat verfolgen kann. Upsala. Okay, das mache ich gleich. Erstmal den mal in-game. So, jetzt geht's wieder. Wunderbar. So. Und damit die Eco bzw. Anti-Eco bei den Kopenhagen Wolves. Von Pfifflan knallt er erstmal schön zwei Headshots die Mitte runter und dann liegt die Bombe da auch erstmal im Fuchsbau. Und Dupré leckt, glaube ich, gerade. Oder es ist der Server, nein, es ist Dupré. Dupré gut am Rumlecken. Im nächsten Headshot. Wahnsinn. Also jetzt hat man hier die Überzeitsituation schon wieder bei Nip. Das Problem ist, dass man da einfach die Bombe nicht rauskriegt. Jetzt hat man die Bombe bekommen. Jetzt muss halt geguckt werden, ob man hier nochmal rotiert. Der Fries. Der ist da auf dem B-Spot drauf. Hat aber auch wenig HP nur noch. So, A-Spot ist jetzt scheinbar frei. Dupré kommt trotzdem sehr spät. Also Pfifflan könnte hier die Runde nochmal entscheiden, wenn er die beiden Schieber hier holt. Alle Spieler sind low. Boah, und Pfifflan holt beide. Und da holt man echt die Eco bei Nip. Und da merkt man einfach, da haben bei Kopenhagen Wolves einfach wirklich ein bisschen die Eier gefehlt. So muss man es einfach mal ausdrücken. Eins zu eins. So, und scheinbar ist Fries da jetzt AFK oder abgestürzt. Bombe am Mann. Weißen AK. So, und Xis mit dem nächsten. Und die weiße letzte Mann auch geholt. Also nimmt es in Pyjamas 2 zu 1. So.
jetzt nicht. Geht hier wieder in die nächste Runde. So, ich mal ganz kurz den Stream hier. So, wunderbar. So, also, jetzt geht's weiter. Get right von hinten. Kann da erstmal schön einfach alles niedersprayen. Und damit das 3:1 für Nip. So, Kopenhagen Wolves, ist bei ihnen jetzt ein bisschen die Luft raus. Die hatten natürlich den Sieg zum Greifen nahe, das ist der Punkt. So, und Nip ist natürlich jetzt wieder motiviert, da sie die letzte Map für sich gewinnen konnten. Eine harte Overtime, die über 50 Runden geht fast, das ist halt schon wirklich eine Aufgabe, die man erstmal bewerkstelligen muss. Wenn man da am Ende als Verlierer rausgeht, ist es umso bitterer. So, First Trick ist auf jeden Fall wieder auf Seiten von Nip zu sehen. Die weiß, ist nämlich down, Fetisch ist der Nächste, der down ist. Ja, jetzt hat man wieder zwei Schuss, aber Dupré, auf den Kerl ist immer noch Verlass. Der supportet hier bis zum Ende. Also Dupré, bleibe ich mal auf der 0. Das Tippings kann jetzt zumindest rausholen. Dupré nur noch mit 24 HP, trotzdem noch zwei Spieler auf dem A-Spot. So. Und bisher wurde von Nip noch nichts ausgeschlossen. Und die Prä fährt jetzt da kurz durch. Sidney konnte zumindest Balls vom Spot angeln. Und dieses Xist auf Lang kommt jetzt rumgefahren. Und Freiburg schiebt von der City Base. Also. Einfach jetzt defensiv bleiben bei den Kopenhagen Wolves. Safe ausspielen. Schön, dass man das spät noch gegenflecht, um den Zugriff noch mal ein bisschen zu verzögern. Also besser kann man es da gerade nicht spielen. Nip möchte natürlich gucken, ob sie irgendwie auf einen einfachen Frag kommen, wenn irgendwie einen offensiv gepushten einfachen Frag, aber jetzt kommen sie es. Aber das ist ein bisschen zu spät. Man wollte die AWP picken und das ist hier, glaube ich, die alte Version von Inferno. Deswegen kriegt man hier nicht so viel Schaden. In den neueren ist das dann doch etwas höher, der Schaden. So, man möchte ihn nach der Zeit holen. Können wir nicht schaffen. Damit Kopenhagen Wolves mit der zweiten Runde 3:2. Und jetzt geht's in die nächste Equipped. So. Mitte wird angeaimt. Dreimal wieder Mitte aufbaut, zweimal falsche Mitte. Sidney geht da schon wieder ins Haus rein. Die Prä macht Stress an kurz. Und man, ja, man versucht hier irgendwie auf die First Racks zu kommen, aber die Prä hat jetzt gerade zwei Headshots bekommen im Döner. So, und jetzt geht's hier wohl in die Mitte. So, Pfifflan, Teppich gegengepusht. Fetisch ist aber da. Oh, trifft erstmal noch seinen eigenen Mate. So, die Weiß auf Lang verdient das Duell gegen Forrest. Und Forrest, der ist jetzt close distance. Möchte hier den Spot entscheiden und regeln. Und Nip holt hier die nächste Runde. 4:2, Kopenhagen Wolves sind damit wieder mal in der Eco. So. Freiburg holt da die Eco, macht das Ace in der Banane. Schöne Headshots verteilt. Und damit die fünfte Runde Nip gegen die Kopenhagen Wolves. Also auf geht's hier. Ich bin gespannt, ob sich die Kopenhagen Wolves noch ein bisschen zurückkämpfen können. So, Nip, Forrest wird jetzt geboostet von Xist.
Wieder mal mit zwei Mann über die falsche Mitte. Siplix ist jetzt da wieder im Teppichgang unterwegs. Und Gummibaum fragt gerade, ob das hier eine City oder eine Terror-Map ist. Also, man nennt sie auch liebevoll DE87, weil es halt immer so eine ausgeglichene Map ist. Aber es kann auch... Ich würde trotzdem sagen, dass es eher eine City-Map ist. Ich würde sagen, eher City, aber man nennt sie auch DE87. Oder DE78. Forest ist da. Oh, macht da keine Frags. Jetzt haben wir hier Kopenhagen Wolves, haben die Chance, hier die Runde für sich zu entscheiden. Aber GTR ist jetzt früh da und Frybell kommt jetzt auch nachgeschoben. Trotzdem 2 gegen 4 in A-Spot zu clearen ist super schwierig. Ja, und das helfen sie die Waffen durch. Wobei ich finde, dass sie die Waffen schon handeln könnten, denn jede Waffe, die sie verlieren, würde unheimlich schmerzen im weiteren Verlauf im Money Management. Und GTR, der fällt jetzt nochmal offensiv, der versucht wahrscheinlich jetzt hier nochmal die Frag zu setzen, aber keine Chance. So, 5 zu 3. Kopenhagen Wolves sind nicht eingeschlafen, wehren sich hier noch ausgiebig. Und jetzt wird die Banane von Device abgesmoked. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die, wie die Smoke kommt. Oh, Verzeihung. Also. Und da liegt sie hier relativ weit oben. Gefällt mir. Die müsste man sich auch mal genauer angucken. Damit kann man auf jeden Fall viel spielen. Auch für andere Ghosts und Starts und sowas. Und jetzt fehlt sich die Mitte hoch. So, Forest im Teppichgang wird rausgenommen. Der erste jetzt noch in der. Jetzt geht die erste noch in der Action Zone auch rausgenommen. Aber Xist! Xist hat jetzt zumindest schon mal 3 Frags mit der Autosniper gemacht. Und die Weiß und Fetisch einzigen Überlebenden. Planten die Bombe. Und Sis stirbt damit nachher eh. Also Freiburg alleine gegen 2. Sollte man einfach nur auf Refrag-Verhalten stehen. Das macht man. Erster hatte Kontakt, zieht sich weg, der andere zieht rum. Und jetzt damit die 4. Runde für die Kopenhagen Wolves. Also, sie kommen hier zurück. Sie lassen sich nicht von Nip vorführen. Sondern wollen hier dieses Match echt noch nach Hause bringen. Also ich bin echt gespannt, wer jetzt am Ende hier der Sieger sein wird. Ist es, was man sich am Anfang gedacht hat, Nip? Oder wird es hier Kopenhagen Wolves? Verdient hätten es die Dänen auf jeden Fall. Aber Nip natürlich genauso. Nach einer verlorenen Map so eine 50 Runden Overtime noch zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall, das zeigt schon an Ehrgeiz, das zeigt auch an Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen. Xist wurde weggedrängt. Gatewood aber da, konnte den ersten Frag schon mal setzen. Und jetzt wird GTR und Fifflan wurden rausgenommen. Aber Forest ist schon on spot. Und Device und Freeze haben halt beide einfach nur noch einen Hit nötig, um dann zu sterben. Ja, und Freeze könnte jetzt hier sogar so auf die Bombe legen. Also hat hier echt das perfekte Timing. Smoked jetzt nochmal die City West ab. Ja, und so ist es auch. Jetzt schiebt man erst. Und Fries alleine gegen 3.
Stark von Fries gespielt. Aber da wird durchgezogen. Und damit hat Nip die nächste Runde für sich entschieden. Trotzdem schön abgewartet. Hat versucht, also viele Fracks wie möglich zu holen. Aber war jetzt hier kaum noch möglich. Hatte einfach zu wenig. Ja. War aber nicht mehr. Ich dachte, die Stimme wäre jetzt in meinem Kopf, Mann. Ich war richtig verwirrt. Mir wurde gerade richtig heiß. Und jetzt habe ich auch völlig den Faden verloren. Oh Mann, ey. Oh, ehrlich. So, jetzt holt man. GTR macht das Ace. Okay, sorry. Er macht einfach mal das Ace. Er knallt die einfach alle weg. Ich habe keine Ahnung, was das war. Irgendwas mit Bird und Sick und weiß ich nicht was. Aber Sick, also sehr, sehr gut von GTR. Ja, wollen wir jetzt nicht zu wenig honorieren hier. Zu wenig HP, genau. Dankeschön, vorm Tief. Richtig. Er hatte zu wenig HP auf dem B-Spot, um die Runde vernünftig auszuspielen. Jetzt hätte er wahrscheinlich auch ein bisschen früher geschossen, hätte dann beide noch gehabt. Aber er wollte sich halt sicher gehen, dass er die Runde safe machen kann. Also alle drei gleichzeitig, glaube ich. Aber na gut. Achte Runde für Ninjas in Pyjamas. Kopenhagen Wolves dürfen jetzt hier nicht einbrechen. Haben jetzt die nächste Equip Round. Und müssen jetzt hier auf jeden Fall Gas geben. Und jetzt spielen sie auf jeden Fall einen dreifachen B-Push hier. Xist geht jetzt auch nach vorne. So, aber die Weiß, der steht. Und die Weiß kann zumindest schon mal einen Frag holen. Kann aber GTR wegdrängen. Und der spielt jetzt scheinbar. Na gut, er smokt sich selber ab und guckt jetzt irgendwie wahrscheinlich, dass er aus der Position da rauskommt. Und das haben sie auch gut geschafft. So, betig, erfolgreich in der Mitte. Jetzt bleiben wir mal auf Pfifflan. Der ist nämlich nur noch Teppichausgang. Ja, und jetzt muss man halt gucken, was macht jetzt Kopenhagen Wolves. So, Pfifflan ist jetzt. Okay, ich dachte, er wäre so dreist und würde sogar offensiv pushen. Aber zumindest hat Fetig jetzt schon mal die City Base in einer gewissen Weise dicht. Also, es ist immer schwierig zu entscheiden. Jetzt gerade ist es einfach die richtige Entscheidung. Sie nutzen das Timing. Getright ist drüben. Fries holt den Frag auf dem B-Spot. Und damit sind Xist und Getright völlig outplayed. Pfifflan zieht jetzt da die Mitte rum. Verliert das Duell und der letzte Überlebende ist Getroid mit 1 HP. Und wenn er die Runde noch holt, dann weiß ich nicht. Dann, keine Ahnung, mache ich einen Kopfstand. So, warte mal, ich muss. Ja, hallo? Ja, hallo? Ich komme schon. Quatsch. Der Knochen hat mir eine schöne Nachricht geschickt per WhatsApp. Guck jetzt mal, der ist doch, nein, der ist schon offline, der Drecki. Das hätte er hier jetzt mal schön den Co-Mod machen können. Aber nein. Ach ja, so, komm, jetzt nochmal ein bisschen Fokus hier. Ich spiele das jetzt nochmal für euch ab. Ja, hallo? Ich höre Stimmen, hallo? Klatsch. Mann, herrlich. So, jetzt höre ich nochmal mehr Stimmen. So, jetzt Fokus. Kopenhagen Wolves konnte die Runde jetzt holen. Man sieht es, sie haben jetzt auch ein bisschen Money Managed, also ein bisschen was auf dem Konto haben sie. Und was ich jetzt gut finde, ist, dass sie auf jeden Fall diesen schnellen Anti gegen die Banane spielen, weil Banane bisher jedes Mal eingenommen worden ist. Boah, geile HEs. Stark. Krass. Das sind super geile Anti-HEs. Also die wird man höchstwahrscheinlich jetzt schon öfters noch in der Zukunft sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also das hat mir jetzt echt sehr gut gefallen. Ist noch lang unterwegs. Und
Jetzt hat man sich hier geboostet, wollte Y auf jeden Fall einen Frack ziehen, aber da hat man keine Möglichkeit, sondern es geht Getright auf die Dis Smog. Ja, der wurde aber gesehen und Fries haut halt sofort 98 Schuss raus. Sieht so einen kleinen Schatten und eskaliert völlig. So. Und jetzt hat man hier mit vier Mann die Mitte gepusht. Xist steht da halt close distance unter dem Holz. Ah, das Spiel ist aber gut. Sehr starke Frags jetzt hier von ihnen. Hüflan in der Ecke eingezerrt. Kann halt auch nicht mehr viel machen, aber Forrest noch on spot. Der ist jetzt hier die wichtige Position. Der muss jetzt einfach hier für Nip den Spot halten. So, erster Frag, zweiter Frag und wunderbar gehalten von dem guten Forrest und von Hüflan als Support. Trotzdem kann Kopenhagen Wolves eigentlich noch relativ komfortabel kaufen in der letzten Runde. Wir gehen ganz kurz mal auf die Frag-Statistik ein. GTR, der ist aufgewacht seit Mirage. Der hat 16 Frags schon wieder. Freiburg mit 11, Xist mit 10, Forest mit 12 und Fiflan mit 9. Und bei Kopenhagen Wolves 8 bei Fetich und bei Fries, Xipnix und Dupré mit 7 und die Beis mit 4. Und Dupré, der soll jetzt mal wieder aufwachen. Den vermisse ich gerade ein bisschen. Der war ja Ultra-Fokus eben. So, Fetisch noch in der Banane unterwegs. Geht jetzt wieder weg. Und Fiflan, der steht jetzt einfach mal neben Dupré. Es wird auch gelacht, wenn der dem nicht jetzt mal das Brett des Lebens gibt. Ah, guckt doch ein bisschen die Deagle an, Set Track, alles drum und dran, dies, das, Ananas. Ja, und da ist Fiflan jetzt einfach mal unser Kuckuck. So, schön von Forrest. Device. Oh, gibt zumindest den ersten. Gibt den zweiten. Dann ist aber trotzdem nur Fries alleine gegen drei. Einen kann er noch rausnehmen. Jetzt kommen sie schon wieder. Sneaky peeky like, get right. Von der Action Zone. Ne, kann man nicht mehr machen. Und damit die 10. Runde für die Ninjas in Pyjamas und Kopenhagen Wolves. Müssen jetzt zeigen, was sie auf der City-Seite können. Und City ist eher gewohntermaßen auf jeden Fall super. Also, da können sie sich gut präsentieren. Ach, nice. So. Jetzt habe ich eine kleine Überraschung für euch und zwar, die Überraschung lautet 3, 2, 1 und Hallöchen! Hallöchen! Alter, hast du mich jetzt geschockt? Ich dachte gerade im Stream, was ist denn die Überraschung? Und gucke sowas. Also, hallo? Ja, hallo. Komm, jetzt möchte ich aber auf jeden Fall mal hier schön. Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer da draußen. Ja, jetzt möchte ich mal hier ein paar Herzen sehen im Chat für den Knochen. So, 10-5, 2-1, geht los, Freunde. Ja, allerdings. Party on. Party on. So, bist du auf dem Server aber eigentlich schon? Super, ja, ich hab da alles schon gecheckt. Ja, alles schon gecheckt, super. So. Dupré, gestern eine starke Piste gehabt. Ja, Dupré ist sowieso heute extrem eskaliert, also was er auch Mirage gesagt hat. Dupré hat gestern erstmal Pistol Ace gemacht auf Inferno. Echt? Ja, ja. Auch CT-Seite. Gegen? Gegen Enro Griffins. Ah, okay. Das war ein schöner Willkommensgruß im internationalen Business. Ja, die haben es richtig runtergefegt, ja. So, Freiburg, letzter Mann gegen 3. Oh, holst du bitte den ersten Frag. Und hat die 45 HP bei ihm. Die anderen beiden gut HP. Bombe wird geplantet. Ja, jetzt stehen sie auch ein bisschen zu weit weg, sonst hätten sie ihn so weg angeln können, aber so. Macht mir jetzt den Retake koordiniert. Boah, Freiburg! Wow. Oh, ja. Dupré mit seinem roten Messer. Damit hat er gestern schon gut was gezeigt. So ein Freiburg macht es richtig abgebrüht. Sehr, sehr abgebrüht. Geht perfekt. Komplett weg. Perfekt. Ja. Oh! Ja, stark. Sehr, sehr starke Pistole ja, hier noch von Freiburg. Defkit hätte er nicht mehr gehabt. Dupré also wäre so oder so super eng geworden. Ja. Weil also, dass er das 1-3 noch so brutal runterspielt, also echt stark. Konnte den Fractor schön auf den Spot setzen, legt die Bombe, spielt es perfekt aus. Also das war echt wieder Güteklasse A. Ah. So, Fetisch. Kontrollierter Aufbau über Mitte, falsche Mitte bei Nip. Kopenhagen Wolves aber auch die Banane mehr oder weniger eingenommen. Oh, ja. Freiburg. Jetzt zieht Fetisch da alleine in der Mitte rum. Und ja, wir werden alle einzeln zurück. Und Sipnix, letzter Überlebender, gegen 5. Ich glaube noch, wenn er die... Ja, okay. Dann ja, mach ich einen Kopfstand.
Die Kreativität mangelt ein bisschen was. Ich hab lange zugehört. Ja, ich also ab der, ab der, ja, ab dem 13.13 habe ich hier zugeschaltet ungefähr. Echt? So lange sogar, okay. Ja. Dann hast du die ganze Overtime mitbekommen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon ins Bett gehen, aber ich konnte mich nicht lösen hier von dem Bombenstream. Oh, das geht runter wie Butter. So, jetzt hat man auf jeden Fall gekauft auf Seiten von Kopenhagen Wolves. So, und jetzt erstmal direkt Kopenhagen den First Wolves, Track, ja? Das Ace war übrigens gegen Westerwolves, sorry, nicht Enno. Westerwolves hat gegen Enno gespielt. Nevermind. Kopenhagen Wolves, Sübnix war, Inferno war die dritte Map gestern, ja, gegen Westerwolves. So, First Track auf B gesetzt. Und jetzt nutzt man auch wirklich wieder diesen Faktor. Man weiß, B-Track ist gesetzt und sofort wird rotiert. Ja. Get Right hat Standard seine Position am Teppich, immer alleine sehr, sehr weit offensiv, versucht da. Am liebsten wäre er da schon nach 3 Sekunden Rundenstart, um da ein bisschen zu spotten. Aber ja. Fries macht es halt auch ganz gut, zeigt sich da nicht. Say, Get Right ist ja sowieso, der ist überall und nirgendwo. So, jetzt entscheidet und jetzt man sich. Könnte Get Right gleich die Weiß. Nee, den leider nicht. Aber er spottet nur Richtung Hinterspot und der dürfte jetzt den Spieler gehen, ja. Ja, sieht ihn schon mal, aber jetzt ist auf jeden Fall auch schon klar, dass das Richtung A passiert. Schöner Offensiv-Move jetzt eigentlich. Get Right. Gateway von den nächsten. Von Exist. Ja, vor allen Dingen war es eigentlich wirklich ein super Timing von Freeze. Hat einfach nur hart veraimt und halt Dingens nicht gesehen. Yeah. Schade, schade. Aber so. Das hätte die Runde sein können, auf jeden Fall. Also, sie wissen natürlich, wie Gateway dort spielt. Von daher perfekter Anti-Move von Freeze, dass er dann direkt Teppich reinpusht. Ja. Aber Fetich und Sipnix wollen die Waffen durchbringen und Nip ist natürlich. Ja, Fischlund fällt jetzt und Get Right ist auch low in der Banane. Aber Freiburg, der kann es jetzt noch hier holen. Fetich. Sonst Sipnix alleine gegen 4. Nein, wird rausgenommen. Damit wieder hartes Money-Loch. Ja, Nip spielt das jetzt sehr, sehr souverän runter einfach. Ja, das ist so typisch, ne? Also Kopenhagen Wolves kämpft sich dadurch 16-14 auf das 2, danach mit, was waren es, 26-22 auf Mirage. Und dann kommt Nip jetzt einfach mal auf Inferno und prügelt da über sie drüber. Aber es ist halt, ist so halt fies, echt schade, ne? Weil Kopenhagen Wolves haben echt, also erste Map habe ich nicht gesehen, zweite dann halt beim 13-13, aber hat extrem super präsentiert. Ja, extrem. Und das haben sie halt dann nicht verdient, auf Inferno hier halt so abgeledert zu werden. Ja, die haben sich aber halt gut, so eine Doppel-Overtime, die schlaucht halt unglaublich. Ja. Aber haben sich halt auch wirklich auf das 2 extrem gut präsentiert, ebenso auch gegen Barry Games. Also wirklich, Kopenhagen Wolves haben bei mir heute richtig viele Punkte, also richtig viele Pluspunkte gekriegt. Ja, nicht nur bei dir, sondern auch in unserem Team-Ranking. Exist. Two-on-one, Device und Bombe ist down, allerdings im Spot, kann geplantet werden. Zack, oh, und jetzt 1-on-1-Situation, jetzt muss Exist da sich natürlich eine bessere Pose suchen. Bockt sich sogar ein. Ja, und Exist spielt da gut. Schön. Ja, beide sehen sich. Exist hat da genau in die Richtung geaimt. Sehr schön runtergespielt von ihm. 3 Frags von ihm, starke Runde. 14-5, geldtechnisch. Sieht jetzt schlecht aus bei den Kopenhagen Wolves. Kaufen jetzt nochmal, aber nächste Runde ist Ebbe angesagt. Schlüsselrunde auf jeden Fall jetzt hier in dieser Map. Absolut, wenn man die Runde verliert, dann sieht es richtig, richtig bitter aus. Aber trotzdem, Sipnix und Dupree lassen sich da jetzt nicht beeinflussen, sondern gehen auch mal wieder schön auf Frag in die Richtung Banane. Also Dupree, was der heute gedrückt hat, ist richtig heftig gewesen. Und gestern auch Chris J. Boah. Ich hab schon gesagt, das wäre so mein All-Star-Team jetzt von den letzten Tagen. Ja. Die beiden einmal zusammen sehen. Aber Fries hat jetzt über die Maps stark nachgelassen. Also hatte am Anfang sehr, sehr solides AWP-Aiming. Das hat er dann irgendwann verloren auf Mirage. Das 2 war ja wirklich elementar. Aber gut, so ist das, ne? Und da sieht man halt einfach so eine Souveränität und so eine Routine bei Ninjas in Pyjamas, die halt solche Situationen schon zigmal hatten. So, Nip baut jetzt für Banane auf. Dupree, Sübnix schiebt jetzt. Fährt er jetzt schon lang durch, ist da sogar jetzt schon im Bogen drin. Und das macht natürlich super viel Unruhe. Sübnix ist gezwungen nach hinten zu aimen. Ja, aber trotzdem wissen sie jetzt, dass es ein Base-Split wird. Also, das hilft zumindest schon mal. Aber jetzt kommt es auf Dupree an. Ja, und jetzt kommt es auch auf jeden Fall aufs Aiming. Freiburg. Boah, Sübnix kann halt den Spiel wegholen. Dupree spielt das gut aus dem Y. Oh, jetzt fällt er raus. Ja. Dann 3-3-Situation, Smoke liegt gut.
Und die weiß. Aber auch super gespielt von Nipper. Direkt die Smokes, damit CD-Base da weggeblockt ist. Die weiß jetzt den Frag und jetzt kann man hier den Retake nochmal spielen, oder was? Ja, sehr schön. Ja. Boah, ganz wichtige Runde. Vor allem auch, dass man jetzt drei Waffen damit bringt. Pre-Zipnix, Law and Money. Jetzt müssen wir mal gucken. Weiß könnte da wahrscheinlich eine legen auf jeden Fall. Die anderen werden auch um die 4K haben. 3,8. Ja, die werden beide legen. Ja. Dupree 3,7, Zipnix mit 4. So, und jetzt heißt es, auch die nächsten Runden holen. Zwei Runden muss man mindestens holen mit vernünftig Waffen, dass man die durchbringt, sonst wird man immer wieder im Money-Stude landen, sobald man eine Runde verliert. Und dann heißt es, das Draw, also die Overtime, erspielen mit wenig Geld. So, Get Right ist jetzt schon wieder im Teppichgang, fängt er schon wieder an, Stress zu machen. Viel Druck. Aber was gut ist, Zipnix und Dupree sind halt Richtung Banana unterwegs. Sie sind auf jeden Fall wieder offensiv gestellt. Dass man kann früh ansagen, früh auf Rack gehen. Oh, Freeberg sieht nichts. So, jetzt geht man wieder zurück, Richtung Banana. Man will jetzt in Contact spielen. Man hat auch genug Granaten dafür. Man stellt sich schon auf. Geht halt wieder nur auf der Gammel-Pose, um zu schauen, wenn da halt ein Spieler verschiebt. Und Dupree. Um da den Frag zu setzen. Richtig. Dupree muss jetzt hier wieder geben. So, oh, späte Flash, sehr schön geworfen. Da fliegt er auch raus. Jetzt Zipnix. Perfekt. Zipnix da abgesmoked im Bild. Ja, es direkt alles zu. Kann halt gar nichts machen. So spielen sie halt auch den Kopf. Get Right fällt da jetzt noch, aber kann zumindest an sein, dass ein CT noch sehr weit weg ist. Ja. Leider keine Granaten mehr bei Kopenhagen Wolves, aber trotzdem wenig HP bei den Spielern von Nip. Also, jetzt muss man hier einfach ein bisschen Gas beweisen, drauffahren, die Frags setzen. Den ersten hat er schon mal, den zweiten. Oh, und nice. Dann ist der letzte nur noch für Plan. Oh, da könnte ein Double machen. Oh, Gott, das will der holen, das ist hier kaputt, ey. Doppelratsche. Warte, geht noch nicht. Hey, Clem. Verfickte Kacke da! Jetzt! Ach, Knopfen, ey, ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst. Ey, schöner Triple hier vom Triple. Mittlerweile, seit ich so viel selber caste, frage ich mich echt, was deine Nachbarn so mit dir mitmachen, ey. Ja, da ist einmal im Jahr ein Essen fällig auf meine Kosten. Ja, läuft, ne? Oh, die weiß. So fies muss so es wichtig, jetzt schöner Posi-Wechsel. Move der perfekt. Ja, vor allem ist Zipnix jetzt da, das ist perfekt. Das ist schon mal ja, und die Weiß steht auch schon wieder. Smoke kommt. Und man schiebt jetzt zurück. Jetzt können sie Mitte ausschließen. Zipnix hat komplett Mitte ausgeschlossen, dass sie schieben. Deswegen ah, jetzt gehen sie wieder hoch. Davor. Sie gehen wieder hoch. Ja, aber die Weiß steht dann auch ist close. Unser Kura. Er hört jetzt den Step. Man bleibt einfach 2-2 stehen. Gute Entscheidung, gute Decision. Trotzdem ist nur noch der einzige Freeze auf dem A-Spot und Nip, wie souverän, ach, wie routiniert die das da runterspielen. So, jetzt muss kann Freeze eskalieren. Ja, ja. Muss eskalieren. Sonst endet dieses ultra spannende Match relativ eindeutig. Also, Freeze, go for it. Freeze mit dem ersten. Ah! Hat's auf der Maus gehabt. Dann so, Dupree ungefähr 3 Millionen Kilometer entfernt. Get Right aimt auch schon die Mitte runter. Nein, ah, steht perfekt. Und jetzt der nächste. Wow. Das ist es. Also, sehr schönes Spiel noch. 16-6. Krass. 16-6. Ja, aber traurig halt. Also, Kopenhagen Wolves wirklich, da hätte man es echt gegönnt, dass die da vielleicht das Game nach Hause bringen. Das stimmt, ja. Aber das wäre wirklich, ja. Aber so ist es nun mal. Nip hat schon wieder bewiesen, dass aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Ja. 0:15, Knochen. Vielen, vielen Dank, dass du noch gekommen bist. Echt. Ja, gerne. Hey, immer, wenn ich helfen kann. Doch ja, auf jeden Fall. Doch selbstverständlich, mein Freund. Das erste Mal heute Premiere, dass du bei mir Kobold bist, Knochen. Ja, ich bin, naja, ich kann, bin man, kann man doch mal machen. So kann man schlafen. So, dann verabschiede ich mich schon mal bei dir und dann vielen, vielen Dank an alle Zuschauer fürs Zugucken. Ja, heute das Ende vom Raid Call EMS One vor 2013 Qualifier Nummer 1. Ich glaube, nächste Woche kommt der nächste, oder Knochen? Wie ist das? Nächste Woche Dienstag ist der nächste und morgen genau. Um 18 Uhr geht es schon wieder weiter mit den nächsten Matches. Dann ist Doom und Knochen on Air.
Doom und Knochen. Also Jungs, ihr wisst Bescheid, könnt ihr einschalten und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Also macht es gut, gleich noch ein bisschen Musik, bis dann. Ciao, ciao. Professional grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy to use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners.